Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier bei Metalizer. Wir schauen uns Railroad an. Ich habe dankenswerterweise einen Key dafür bekommen und ja, was ist Railroad? Wir sind Fahrdienstleiter, Fahrdienstmanager. Also wir müssen Züge von A nach B schicken und dabei darauf achten, naja, dass die nicht kollidieren, dass alle Wege frei sind. Und das Spiel findet sich im Early Access auf Steam. Es ist sehr minimalistisch gehalten, was mir persönlich aber echt gut gefällt, weil es gibt ein paar nette, schöne Effekte. Man kann verschiedene Sachen freischalten. Es gibt jetzt einen Rush-Hour-Mode. Das heißt, in diesem Rush-Hour-Mode werden uns immer Züge hin und her geschickt. Und ihr wisst ja, ich und Züge, naja, also wenn die auf ihrem Gleis fahren und ich neben den Gleisen laufen kann, ist alles in Ordnung. Aber sobald es irgendwie um Schienen oder Signale geht, ist es immer ein bisschen schwierig. Wir fangen hier an mit dem Rush-Hour-Mode. Tatsächlich, ich habe gedacht, ich gucke ihn mir einfach direkt mal an. Und wir haben verschiedene Bahnhöfe. Und wir legen jetzt hier unsere Gleise. Das ist noch relativ simpel und einfach. Wir können in verschiedene Richtungen das Ganze bauen. Also links, rechts, geradeaus, oben, unten und auch schräg. Dazu gibt es Signale, verschiedene Signale tatsächlich. In dem Fall jetzt hier beim Rush Hour Mode haben wir schon zum einen automatische Signale. Das heißt, die geben die Strecke automatisch frei. Wir wählen einen Punkt aus und wählen dann den Zielpunkt aus. Jetzt in dem Fall den Bahnhof, wo er hin soll. Und meistens klappt das, man muss aber auch das Gleis genau anklicken. Und dann sehen wir, die Route wird grün und wir können loslegen. Es gibt im Spiel selbst aber auch ein Tutorial, was relativ umfangreich ist, gut das Spiel erklärt, also die Grundlagen sehr gut erklärt. Es ist komplett auf Deutsch übersetzt, zumindest was die Texte angeht. Der Sprecher spricht noch auf Englisch, aber im Prinzip ist es relativ einfach und simpel zu verstehen. Wir haben jetzt hier einen Zug, der von West Ferry nach Poplar möchte und dementsprechend fährt er los. Wir haben hier in diesem Rush-Hour-Mode jetzt noch nicht so viele Sachen angezeigt. Es gibt später noch einen Fahrplan. Wir können später noch Aufträge annehmen, Forschung machen und neue Sachen freischalten. Das heißt, wir haben jetzt hier relativ viel schon freigeschaltet. Das war jetzt die erste Welle, die wir jetzt geschafft haben. Und jetzt kommt die zweite Welle. Ja, und dementsprechend mit der zweiten Welle schalten wir eben entsprechend auch mehr Möglichkeiten frei. In dem Fall haben wir jetzt mehr Gleise bekommen, wir haben neue Signale bekommen. Wir sehen aber auch, wir können uns mit anderen Usern oder anderen Spielern weltweit eben auch messen. Das heißt, wir sehen halt eben, wie schnell waren die, wie schnell waren wir und so weiter. Wir können das Spiel in verschiedenen Geschwindigkeiten spielen. Und in dem Fall jetzt hier muss ich West Ferry mit dem nächsten oder mit dem anderen Bahnhof verbinden. Da habe ich überlegt, wie mache ich es am besten? Habe entsprechend meine Gleise gelegt. Das geht zum Glück auch echt schnell und zügig. Wir können auch Sachen abreißen und kriegen dann den vollen Baupreis zurück. Aber jetzt hier gehe ich eben zu der nächsten Station rüber, also zu Canary Wharf, weil wir da halt eben einen Zug haben, der von West Ferry nach Canary möchte. Und dementsprechend schalten wir dann das Gleis 2 für den Zug frei, klicken ihn oben an und sagen halt eben, hey, komm mal bitte auf Gleis 2, fahr da rüber und von da aus kannst du dann deine Tour machen. Bei diesen Wellen oder bei diesem Rush Hour Mode gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt tatsächlich auch jetzt schon einen Steam Workshop, wo wir uns eigene Karten runterladen können. Aber auch die Vielfalt selbst im Basisspiel ist halt schon enorm groß. Ich selbst hatte mir mal als Beispielkarte, also Workshop-Karte, mal Hamburg runtergeladen und das ist schon witzig. Vielleicht wissen es einige, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg und ich habe gedacht, was liegt denn da näher als einfach mal Hamburg ausprobieren? Das könnte man in einem der nächsten Videos vielleicht auch nochmal machen. Bei Zügen ist es ja wichtig, die können ja nur auf dem Gleis fahren, die können nicht einfach mal nach links oder rechts ausweichen, wenn das Gleis es nicht zulässt und dementsprechend müssen wir halt eben auch schauen, dass die Gleise auch zu den Bahnsteigen hinführen. Also wir haben jetzt einen Bahnsteig und wir wollen natürlich auch noch, dass der Verschiene auch noch den zweiten Bahnsteig erreichen kann. Dementsprechend habe ich da jetzt eine Weiche platziert. Und das Gute ist, mit diesen automatischen Signalen, die wir im späteren Verlauf freischalten, im normalen Spiel, können wir halt eben die Strecke komplett frei definieren. Und wir sehen halt auch schon, wenn irgendwo was blockiert ist, kommt der Zug natürlich entsprechend nicht hin. Dementsprechend habe ich ein automatisches Signal platziert. Man kann die auch relativ einfach wenden. Und insgesamt ist das Spiel schon echt relativ weit für eine Early Access Version. Vor kurzem ist jetzt Update 5 erschienen, was auch noch ein paar neue Features mit dazu gebracht hat, eben wie die besagte Rangliste im Rush Hour Mode. Aber auch sonst
wird das Spiel relativ häufig geupdatet. Also, wenn ihr so ein bisschen auf Fahrdienstsimulation steht oder schon mal auf Fahrdienstleiter sein wolltet und euch gesagt habt, ach, das, was die Deutsche Bahn kann, das kann ich doch viel besser, dann lohnt sich Railroad auf jeden Fall. Wir sehen jetzt auch hier, wir können auch bei diesen automatischen Signalen auch sagen, er soll mehrere Punkte abfahren. Und ich habe jetzt zum ersten Mal mit diesen automatischen Signalen gespielt. Dementsprechend war ich am Anfang noch so ein bisschen so, wie funktionieren die jetzt eigentlich genau? Man findet es aber relativ schnell raus. Und wie gesagt, wenn ihr das Tutorial spielt, was ich euch definitiv empfehle, dann kommt ihr da auch relativ gut ins Spiel rein und ihr lernt die ganzen Grundlagen kennen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier ist es jetzt so, wir können bei den automatischen Signalen, werden die Weichen auch automatisch gestellt. Wenn wir nachher die normalen Signale haben, müssen wir die Weichen auch entsprechend selbst stellen. Das bedeutet aber auch, dass wir eine Strafe bekommen, wenn wir das mal vergessen sollten. Es ist halt so, wir sammeln Punkte, beziehungsweise je nachdem, wenn die Aufträge ausgeführt sind, erhalten wir dafür Geld. Das seht ihr aber in späterem Video auch nochmal im Endlosmodus. Es gibt auch Endloskarten, wo man dann nämlich einfach entsprechend die Züge abfertigt. Man kann nachher auch Aufträge annehmen. Und mit diesen Aufträgen ist es dann relativ einfach, Punkte zu generieren. Und diese Punkte investieren wir eben dann zum Beispiel in die Forschung. Oder aber wir bauen unser Streckennetz weiter aus. Jetzt war es hier so, dass die Welle 3 startete. Also es gibt insgesamt in diesem Level jetzt hier 10 Wellen, die wir so schnell wie möglich abhandeln müssen. Und sobald wir es einmal gemacht haben, bekommen wir halt eben auch eine Anzeige, wie schnell wir im Vergleich zur vorherigen Zeit waren. Jetzt ist hier der West India Quay mit dazugekommen. Das heißt, da musste ich auch nochmal neu platzieren. Und bei diesem Rush Hour Mode haben wir halt eben auch noch die Herausforderung, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Gleisen und Signalen haben. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen gucken und ein bisschen haushalten mit den ganzen Gleisen und Signalen. Jetzt war ich ein bisschen überfordert mit den automatischen Signalen und habe gedacht, hä, irgendwas stimmt doch hier nicht. Dann ist mir eingefallen, ach ja, ich klicke das Signal an und wähle dann oben den Zielpunkt sozusagen aus. Und dann geht das auch relativ easy und unkompliziert. Aber da muss man erstmal mit den automatischen Signalen drauf kommen, wenn man vorher noch nie mit denen gespielt hat. Man kann den Sprecher übrigens auch, der im Hintergrund immer wieder mal so ein paar Sachen sagt und sagt, ach, naja, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst oder so, den kann man auch ausschalten, wenn man ihn nicht hören möchte. Ist also auch schön umgesetzt, wenn man ganz entspannt spielen möchte, geht das ohne Probleme. Und auch die Musik im Hintergrund, diese leichte Klaviermusik, die macht einen manchmal ein bisschen aggressiv, soll aber eigentlich dafür sorgen, dass man so ein bisschen entspannt. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass die so ein bisschen zum Entspannen einladen soll. Aber ich habe mir auch vorgestellt, was wäre, wenn ich Fahrdienstleiter wäre, so bei der Deutschen Bahn. Ich meine, gut, erstmal würde ich wahrscheinlich, könnte ich wahrscheinlich jeden Tag verschlafen ohne Probleme, weil, naja, wann war die Deutsche Bahn zuletzt pünktlich? Ich glaube, da kann ich meine Oma fragen, die hätte das wahrscheinlich beantworten können. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Fahrdienstleiter so klassische Musik hören, während sie die ganzen Signale schalten und gucken, dass nirgendwo irgendwas crasht oder so. Wobei, manchmal ist die Deutsche Bahn ja auch pünktlich. Man soll ja das Ganze nicht verteufeln. Es gibt ja auch Tage, an denen immer noch mal Wunder passieren. Und dementsprechend gibt es auch mal pünktliche Züge. Aber sie sind immer dann zu spät, wenn man es mal nicht braucht. Wenn man alle Zeit der Welt hat, dann kommen die pünktlich. Und wenn man irgendwie ein bisschen knapp dran ist, immer so, naja. Ja, leider hat unser Zug 20 Minuten Verspätung. Klimaanlage funktionierte nicht oder sowas. Also, ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. So, hier ist es jetzt so. Ihr seht auch, das Spiel ist so entspannt eigentlich, dass man nebenbei noch wunderbar reden kann. Ohne große Probleme. Wobei ich es jetzt im Nachhinein aufgenommen habe. Aber auch während des Spielens kann man locker quatschen, essen, trinken. Wenn nicht gerade irgendwie 20 Züge gleichzeitig auf ein Gleis fahren wollen. Denn diesen Rush-Hour-Mode, der steigert den Schwierigkeitsgrad oder mit jeder Welle kommen mehr und mehr Züge und wir müssen mehr und mehr Züge abfertigen auch. Es ist auch so, dass man nachher mit der Forschung eben entsprechend nicht nur diese automatischen Signale freischalten kann, sondern beispielsweise auch, dass die Züge am Bahnhof automatisch wenden. Es gibt, wenn ihr ganz normal anfangt, müsst ihr, wenn ein Zug am Bahnhof angekommen ist und umdrehen möchte, müsst ihr mit der rechten Maustaste anklicken, damit er sich dreht. Aber auch das könnt ihr später mit Forschungspunkten freischalten, dass ihr das nicht mehr machen müsst. Auch diese ganzen farbigen Markierungen von den Bahnhöfen, am Anfang sind die alle grau hinterlegt.
Das kann man alles Stück für Stück freischalten, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Wie ich finde, eine sehr coole Sache. Und das meine ich übrigens auch mit dem minimalistischen Design. Es ist dunkel, schön, aber auch gleichzeitig hat man so ein paar nette Effekte, wenn die Züge beispielsweise bremsen. Man sieht die Leuchten von den Zügen, in welche Richtung sie fahren. Und auch der Baumodus ist relativ übersichtlich und verständlich gehalten. Also selbst als jemand, der nicht so oft Zugsimulation spielt, kam ich damit sehr, sehr gut zurecht und habe mich sehr schnell zurechtgefunden. Und man muss dazu auch sagen, die Zeit vergeht tatsächlich wie im Fluge. Auch das finde ich persönlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass ein Spiel vernünftig ist und gut ist und wirklich Spaß macht. Ich habe jetzt in dem Fall hier übrigens versucht, den Poplar Bahnhof oben, also den dunkelgrünen, mit dem West India Quay zu verbinden, was nicht so gut funktioniert hat. Und kurz darauf sollte ich auch die Quittung dafür bekommen, dass ich das vergessen habe. Weil, naja, sagen wir es mal so, es ist nicht immer ganz so einfach und ich habe gedacht, ach naja, was soll schon im Rush Hour Mode großes, Schlimmes passieren, womit ich nicht rechne? Weil ich, wie gesagt, den Rush Hour Mode auch zum ersten Mal gespielt habe und ich habe gedacht, naja, wenn ein Zug Verspätung hat, wird das schon nicht so schlimm sein. Am Ende war es dann irgendwie doch nicht ganz so gut, wie ich dann festgestellt habe. Das ist übrigens die dritte Welle. Also, ihr seht ja, es kommen mehr und mehr Züge. Und hier war jetzt eben der Punkt, ich habe einen Zug nicht abfertigen können, der war zu spät und dementsprechend war das Spiel vorbei. Ich habe dann halt gesagt, okay, komm, einen Versuch mache ich nochmal, jetzt aber richtig. Und habe dann eben entsprechend nochmal angefangen, neu zu bauen. Das ist aber etwas, wo ich persönlich sagen würde, das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer an, wenn ihr Lust habt. Ich weiß ja auch, einige von euch hatten schon gesagt, so, oh, naja, macht doch mal irgendwie längere Folgen, die sind so schnell vorbei, so mindestens 20 Minuten. Aber auch Railroad ist für mich so ein kleiner Test, um zu schauen, ob ihr Lust drauf habt. Also, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch, ob die Folgen von der Länge her ein bisschen kürzer sein sollen, ein bisschen länger sein sollen. Lasst es mich gerne wissen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im Gegensatz zu Sweet Transit ist es auch hier so, ich habe das Spiel tatsächlich, es ist keine Closed Beta oder sonst irgendwas, sondern es gibt es im Early Access. Das heißt, wir haben jede Menge Content, den wir zeigen können. Also, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und zum Abschluss hier nochmal, wir sehen jetzt übrigens gerade, ich habe hier die eine Route eingerichtet und habe die erste Welle auch relativ einfach bestanden. Und ich habe es gleich ein bisschen besser gemacht oder ein bisschen einfacher gemacht. Wir sehen aber auch, wie viel schneller oder langsamer wir im Vergleich zu anderen Spielern waren. Und dementsprechend ist es auch so eine kleine Herausforderung. Wir sehen jetzt halt schon, wir sind jetzt schon 14 Sekunden im Plus. Das schwenkt aber auch sehr schnell ins Minus um. Es spielt übrigens keine Rolle, in welcher Geschwindigkeit ihr das Ganze macht. Also ob pausiert, normal, fünffach, 15, 25-fach, im Rush-Hour-Mode zählt die reale Zeit. Vollkommen egal, ob ihr mit welcher Geschwindigkeit ihr das macht. Natürlich, wenn ihr die Geschwindigkeit nach oben setzt, also auf 25-fach, dann habt ihr natürlich nachher am Ende Plus, weil ihr müsst ja im Prinzip die ganzen Züge abfertigen aus der Welle und je schneller ihr es schafft, desto besser. So, in diesem Sinne, jetzt aber tatsächlich, guckt mal, jetzt haben wir schon wieder fast nochmal eine Minute hinten dran gehangen. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.